Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Yoga mit Nicole. Ich lade dich hier in dem Video ein, gemeinsam mit mir den Handstand zu üben, ein paar Übungen dafür zu machen, Vorübungen und natürlich auch den Handstand selbst. Um sich für den Handstand speziell warm zu machen, verlinke ich dir unten ein Video. Ich empfehle unbedingt, dieses Video zu praktizieren vorher, damit du hier im Oberkörper schon einmal gut geöffnet bist. Dieses Video wird gesponsert von meiner Niyama Academy und wenn dich Handbalancen oder der Handstand mehr interessieren und du dich hier etwas weiter voranbringen möchtest, dann findest du auch auf meiner Niyama Academy einen Kurs, der sich mit Handbalancen beschäftigt. Ich stelle dir verschiedenste Übungen vor, wie du deine Handbalancen verbessern kannst und natürlich auch, wie du Stärke und Mobilität in deinen Körper bringst. Natürlich kannst du auch mit mir Live-Yoga praktizieren und alle Infos dazu, wie du mitmachen kannst, wie du deine 7-Tage-Testphase starten kannst, findest du hier unter diesem Link. Und jetzt würde ich sagen, lasst uns beginnen. Als allererstes komm einmal in den Vierfüßler, Katze Co. und beginn deine Wirbelsäule zu bewegen. Komm in eine Rückbeuge, atme ein, atme aus, runde dich und beginne deinen Katze-Kuh ganz frei zu bewegen. Stelle als nächstes deine Hände lang nach vorne aus. Öffne deine Knie etwas und schieb deinen Po nach hinten. Ich stelle meine Hände auf den Fingern auf, um etwas mehr Höhe zu bekommen. Und jetzt bewege den Oberkörper etwas von Seite zu Seite, von links nach rechts. Ganz wichtig für den Handstand ist es natürlich, geöffnet in den Armen zu sein, in den Achselhöhlen, um für die Balance die entsprechende Linie zu halten. Mit der nächsten Einatmung roll dich auf in den Vierfüßler und schieb dich danach in den herabschauenden Hund. Beginne hier leicht zu bouncen. Lass den Oberkörper auf- und abwippen. Komm zurück auf deine Knie. Setz dich einmal ab. Wir lockern unsere Handgelenke. Und kreisen mit unseren Armen. Zieh den rechten Arm einmal nach oben. Zieh dich hier richtig raus und kreise weiter. Richtig öffnen, gut mobilisieren. 3, 2, 1, letztes Mal, linker Arm, große Runden ziehen. Drei, zwei, letztes Mal, aufstellen. Wir gehen in den Tuck Jump, die Hände einmal neben den Knien aufstellen. Gewicht nach vorne verlagern und jetzt die Knie einmal zur Brust ranziehen, Blick zu den Füßen und wieder absetzen. Noch 5-mal so. 5, 4, 3, 2, 1. Letztes Mal und halten für 5, 4, 3, 2. 1, absetzen. Locker die Handgelenke aus. Wir machen jetzt 5-mal einen Sprung. Das heißt, du drückst dich vom Boden weg mit den Unterschenkeln und ziehst deine Beine nach oben. 5-mal, ich zeige es dir einmal vor. Wenn dir das zu unangenehm ist, auf dem Fußrücken zu landen, kannst du auch gerne die Fußzehen auflegen. Aber dein Ziel ist es jetzt, so zu springen und dich quasi in der Luft aus deiner Haltung abzubremsen, sodass du sanft am Boden aufliegst. Los geht's, 5-mal. 1, 2,
3. 4. 5. Und lockern. Sehr gut. Schieb dich noch einmal in den herabschauenden Hund. Streck dich durch. Durchatmen. Sehr gut. Und wir tasten uns heran an den Handstand, machen einbeinige Sprünge bzw. Schwünge nach oben. Starten mit dem rechten Bein 5-mal. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5 und linkes Bein 5-mal. 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal absetzen, Hände ausschütteln. Durchatmen. Und jetzt dein Ziel, den ganzen Handstand nach oben schwingen mit deinem Lieblingsbein. Taste dich ran. Vielleicht klappt's heute, vielleicht nicht. Alles ist erlaubt und nehmen wir. Los geht's. Ups. Und wenn du übersetzt, so wie ich, das gehört auch dazu. Fallen will gelernt sein. Nochmal absetzen, nochmal die Handgelenke lockern. Und wir machen das Ganze nochmal eine Runde, nochmal reinkommen in den Handstand. Ganz wichtig, wenn du spürst, du bist in der Linie, dann aktivier bewusst deine Finger, drück dich raus aus den Schultern. Und vor allem atmen, nicht vergessen. Los geht's. Setz dich nochmal ab. Ha. Lockern. Was ich dir aus Indien sagen kann, da konnte ich den Handstand unglaublich lange und gut halten. Es ist wirklich was dran, wenn man sagt, man muss echt regelmäßig üben, üben, üben. Deswegen machen wir jetzt das Video gemeinsam. Kurze Übungszeit im Tag mit eingebaut. Kleines Warm-up am Anfang. Und los geht's. Los, alle guten Dinge sind 3 oder 4. Ich habe nicht mitgezählt. Letzte Runde. Komm in deine Position. Und dann schieb dich hoch in den Handstand.
Mein Ego möchte noch nicht aufhören. Letzter Versuch. Und dann bin ich fertig für heute. Locker deine Hände nochmal aus. Durchatmen. Schließ nochmal deine Augen. Sei dir dankbar dafür, dass du Tapas praktizierst, dass du an deine Ziele herangehst, ohne zu energisch, zu verbissen daran zu sein, dass du einen Plan verfolgst in deinem Leben mit allen Steinen, die dir in den Weg gelegt werden. Nehme deine Hände in Anjali Mudra vor dem Herzen zusammen. Schenke dir selbst ein warmes Lächeln und sei dir dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für deine Handstandpraxis. Namaste. Vielen Dank, dass du mit mir heute hier gemeinsam deinen Handstand geübt hast. Vielleicht hast du eine tägliche Übungsbasis oder auch eine wöchentliche Routine. Lass es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Vielleicht bauen wir ja auch hier auf YouTube eine Art Handstand-Community auf. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen, denn ich bin so eine kleine Handstand-Addict. Person. Ich liebe Handstände und mache sie immer und überall. Möchte natürlich auch weiterkommen und verfolge auch meine Ziele. In diesem Sinne, ich danke dir für deine Teilnahme. Bis zum nächsten Mal. Deine Nicole.